Offensivspieler Franck Ribéry vom deutschen Rekordmeister Bayern München muss nach dem turbulenten Trainingslager in Doha vorerst pausieren. Der Franzose, der zuletzt mit einer Verbalattacke weit unter der Gürtellinie für Aufsehen gesorgt hatte, zog sich einen Tag vor der Abreise aus Katar in einem internen Testspiel einen Muskelfaserriss im rechten vorderen Oberschenkel zu und wird vorerst ausfallen. Das teilten die Münchner am Donnerstag mit. Neben Ribéry fehlen derzeit zudem Arjen Robben, Aufbautraining nach Oberschenkelreizung, und Corentin Tolisso, Reha nach Kreuzbandriss im Mannschaftstraining. Die Bayern eröffnen am 18. Januar mit dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim die Rückrunde in der Bundesliga. Zuvor tritt die Mannschaft von Trainer Niko Kovac am Sonntag noch beim Telekom Cup in Düsseldorf an. Reaktionen auf Ribéry's Ausraster: Die Würde des Stegs ist unantastbar. Franck Ribéry hat auf den Shitstorm gegen ihn und sein vergoldetes Steak reagiert und sich dabei mit obszönen Schimpftiraden nicht zurückgehalten. Wie das Netz darauf antwortet, seht ihr hier. Wie er nur auf dieses Bonmot gekommen ist. Das ist wirklich ein Trost. Dann muss man das ja jetzt selbst nicht mehr ausprobieren. Produktinnovation ist immer gefragt. Stillstand ist Rückschritt oder so ähnlich. Sprachwitz mal wieder, auch nett. Dieser User hat die Schnauze voll. Wir glauben, dass Karl-Heinz Rummenigge diese Frage verneinen würde. Luft nach oben ist in der Tat reichlich. Da haben die Kollegen nur wirklich recht. Franck Ribéry teilt bei Twitter gegen Kritiker aus: Ribéry war in der vergangenen Woche nach dem Verzehr eines mit 24 Karat Blattgold überzogenen Reibeisteaks scharf kritisiert worden. Infolgedessen setzte sich der 35-Jährige gemeinsam mit seiner Ehefrau Wahiba auf Instagram mit einem vulgären Rundumschlag zur Wehr. Punkt. Ribéry schrieb unter anderem: Beginnen wir mit den Neidern und Hatern, die durch ein löchriges Kondom entstanden sein müssen. F-Sternchen, Sternchen, 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 eure Mütter, eure Großmütter und euren gesamten Stammbaum.